Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Stranded Sails. Wir ernten jetzt erstmal. Es gab ja ein richtiges Kürbismassaker jetzt. Brauche alles noch ein bisschen, ist okay. Ah, ich sehe gerade, man kriegt keine Kartoffelsamen, wenn man... Die Saat kriegst du nur, wenn die Pflanze geht. Okay, dann kann man so doch nicht die Saat einfach vermehren. Da habe ich mich so geirrt. Aber ich werde totgeschmissen mit Lebensmitteln. Warum sollten wir diese Insel verlassen? Also... Ihr arbeitet den Scheiß. Ich kriege Essen ohne Ende zusammen. Das könnten wir ganz locker verkaufen mit einem Schiff und alles, was uns sonst noch so fehlt, könnten wir uns holen. Wenn es so weitergeht, kippe ich um, weil ich ernte. Brauchen wir nicht. Kürbis, nein. Aubergine auch nicht. Reis müsste ich nochmal machen. Was hat denn Zwiebeln nochmal? Zwiebeln haben wir gar nicht mehr. Reis und Zwiebeln. Brauchen wir jetzt zweimal Reis? Hier habe ich auch noch ein paar Gewürze. Alles gut. Und hier ein kleines Zwiebelfeld auf. Ich muss jetzt noch was essen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du erschöpft bist und was isst, dass du einfach nur müde wirst. Aber indem du arbeitest, Essen nicht reinstopfst, arbeitest, Essen nicht reinstopfst, kriegst du eigentlich weniger Erholung. Aber das Spiel sagt noch was anderes. Das Spiel muss recht haben. So, Thymian. Chili hat man neu. Moment ist neu. Ingwer war auch neu. Ja, ich lass dich heraus, du dumme Katze. Okay, Reis wollte ich. Bauen wir hier Karotten an. Und dann kommt gleich eins meiner liebsten Würzmittel. Zwiebeln. Ist wirklich eins meiner beliebtesten Würzmittel. Jetzt wird gegossen. Der Eimer ist so viel besser. So als Mist, aber egal. Im Grunde brauchst du bloß viermal gießen und du kannst alle Felder hier mit einmal hast alle Felder gegossen, wenn du an der richtigen Stelle gießt. Und wahrscheinlich gibt es noch einen besseren. Könnte ich wetten. So, kann ich denn noch also kochen kann ich doch noch, oder? Das hier ist Schwert, das hier ist Rüstung. Ne, ich bin voll mit Gerichten, interessant. Will ich mich nicht beschweren. Habe ich anscheinend noch gemacht. Wo ist denn meine Hütte? Ich muss mal wieder zumachen, weil jetzt hier die Flieger schon wieder fliegen. Sakratten, ey.
Ja, schön, danke, da ist gar nichts. Ja, alles angeschaut, sehr gut. Hutständer. Ist hier irgendwo ein Hutständer? Was ist das? Das ist ein Hutständer. Okay. So, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Jetzt könnte ich versuchen zu kämpfen, bevor wir die anderen Sachen erstmal machen. Direkt im Anschluss, dann kann ich vielleicht alles gleich abschließen. Ich bin mal gespannt auf die epischen Wellen und alles. Ah, ich habe ein paar gute Sachen dabei. Starken. Gefährlichen. Okay, dann nehmen wir erstmal die starken. Probieren. Aber wie gesagt, tatsächlich alles. Dann kommt wahrscheinlich bei den epischen. Ich brauche jetzt einen Erfolg. Ich habe gerade Crossing Point abgeschlossen und das Ende ist halt nicht so, wie ich es gern hätte. Mal eine Pause, wie viel ich brauche. Nicht einkesseln lassen. Guter Schlag. Man so viel Kram, ey. Das ist echt eigentlich genial. So ein bisschen komisch, dass die Engine nicht mehr erlaubt als einer, der angreift. Ja, das würde es echt noch schwerer machen, aber. Das ist eigentlich. Im Grunde kämpfst du immer nur gegen einen. Oh, was? Der hat mich erwischt. Haben sie getauscht? Wer greift an der? Grün. Wenn das einmal mitgekriegt hat, dann. Kann man dies leichter machen? Also, solange ich weiß, dass die angreifen, greift halt kein anderer an. Man kann sagen, es ist ein alter Schuh, aber nicht so schwarzer Pfeffer. Okay, lief gar nicht so schlecht. Das sind zwei ganz große. Würde ich gerne am liebsten tanzen. Oh! Ich dachte nicht, dass es so weit geht. Wenn es bloß noch einer ist, dann wird es leichter. Dann kann ich aber nicht wieder haken.
müsste aber auch wirklich alles treffen, sonst hättest du wie gesagt, dann hättest du versaut. Oh. Okay. Mittlere. Gut. Meine 6. Ich glaube, ich brauche um die 45 und beim Großen brauche ich dann relativ wenig. Muss ich auf jeden Fall, bei dem muss ich aufpassen. Der hat sehr viel Reichweite mit seinem Scheißhebel. Einfach das angreifen, was gerade in der Nähe ist. Diese Riesenschwerter, von denen erinnere mich irgendwie an diese Schwerter in Heidrun hier, die man machen kann. Da könnte man ja auch, wenn man genug Eisenerzbahn hatte, also genug große Eisenerzbahn, gigantisch große Schwerter herstellen. Oh, provisorische Dübel. Oh, das hört schon eher auf. Was sind die epischen? Gewaltiger. Vermute mal, das hier ist Stufe 2. 1, 2 und 3. Zu gierig werden. Gib mir mehr von diesen Dübeln. Ich glaube, ich brauche glänzendes Zeug eigentlich. Das daran fehlt mir in Zukunft. Glänzender Plunder. Ich weiß, wie. Ich dachte, ich erwischte ihn. Los, kommt und sterbt. Komm mal mit. Den kann ich nicht gegen euch machen. Oh, passt perfekt. Her. Jetzt lecker Schappi. In dein Gesicht. Okay. Nein, ich wollte doch nur durch. Bin ich auch gerade ein bisschen unkonzentrierter als sonst. Oh, irgendwas haben. Stirb, Fettbart! Ihr seid nicht so schlimm wie der Vogel in Wario Land. Der Riesenpapagei.
Ein roter Snapper. Ist das Gemüse, kriegt man hier wirklich schon genug? Ah, ich wollte gerade sagen, das ist ja ein mittlerer. Mehr Reichweite durch die größere Waffe. Was kommt? Ja, Gewürze braucht man echt nicht anbauen, wenn man hier kämpft. Oh, 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 oh. Die roten in dieser Größe mag ich überhaupt nicht. Weil die jetzt so ewig lang drehen. Voll die Klingentänzer. Ich würde sie mehr mögen, wenn sie Schaden an untereinander machen würden. Wie viel brauche ich? 70? Da bin ich noch ein Stück von entfernt. Ich bin dafür, wir machen die jetzt platt und dann... Also die ganzen Wellen hier. Guck mal, dass wir die Inseln 100% erkunden. Ah, das ist eine bessere Welle. Oh, abbrechen. Bei denen aber auch nicht so schlimm. Schaden ist halt auch sehr gering. Okay, werde ich wieder gefragt. Ich brauche doch 70, oder? 70 gewaltige Wellen. Also hier bin ich gerade. Weil ich würde die Wellen übrigens auch noch nicht anschauen. Ja, der ist ja auch nicht das Problem. Gerade wenn du dich in eine Richtung bewegst mit Schlägen, bringt der auch nicht viel. Mit ein bisschen Glück kriege ich noch was richtig Tolles, dann kann ich nämlich für die letzte Schlacht dann dieses Gericht machen, was alles verbessert. Angriff und Verteidigungsverbesserung ist gut hier. Die sind noch okay, aber die großen. Lustig, dass ich dann abbrechen. Auch was der Schaden, was den Schaden angeht. Oh, ein Goldzahn. Ah, obwohl diese Sachen, die Goldzähne sind. Wow. Haben auch so ihre Vorteile. Wenn ich nämlich genug habe,
dann ist das jeweils... Oh, ich habe gar nicht aufgepasst, weil ich geredet habe. Dann habe ich nämlich immer Plunder jedes Mal, wenn ich sowas kriege. Wenn die nämlich alle ihre Dienisch bereits gegeben haben, dann kriege ich jedes Mal, wenn ich einen Goldzahn an den wen auch immer abgebe, Plunder. Das heißt, ich kann dann erstmal die Häuser demnächst fertig einrichten. Ich habe genug Dübel und Seile und alles, was ich sonst noch brauche. Dann fehlt vielleicht noch ein bisschen Holz. Okay, ein grüner von denen ist kein Problem. Die grünen von denen sind okay. Danke. Die blauen sind auch noch okay, aber die roten sind halt echt ein Problem. Bei den epischen Wellen, schätze ich mal, habe ich nur noch solche gegen mich. Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass ich auf der Stufe hier bloß mittlere kriege. Okay, der hat sich verpackt. Nervt mich, dass er mir folgt. Die nerven mich, weil sie immer weg wollen. Okay, einmal Mr. Steelhammer da oben. Komm ich. Ich gehe absichtlich gerade auf ihn. Weil die nicht das Problem sind hier. Sehr schön, wird wieder gefragt. Diesmal auf uns zukommt. Eigentlich bin ich mehr dafür, immer das kleine Gemüse zuerst wegzuhacken, aber gerade bei diesen großen ist es eigentlich ganz gut, wenn da ein bisschen kleines Gemüse ist, was nicht so gefährlich ist. Weil halt immer nur einer angreifen kann. Oh, ein Hummer. Ich denke mal, dass ich auch so Reichweite bin. Ah, durch die Geisterbarriere können die auch nicht. Der große. Oh. Ende. Oh, sieht weit aus. Oh, hab doch dein Ende. So, ich bin übrigens, wie ihr merkt, wieder ein bisschen stiller, weil ich permanent mich konzentriere, nicht ganz so viel Schaden zu bekommen.
War das gerade? Hat er sich gerade umgedreht? Ich wurde nicht getroffen, oder? Ui, so knapp. Muss ich dir bitte hinterher rennen? Könnte ganz nützlich sein, hier mehr Schaden zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Schaden mache. Ach doch, doch, doch. Ich brauche einen Schlag weniger für die. Ich glaube, ich brauche 5 sonst. Ist aber kein sehr lohnenswerter Effekt. Jetzt Raufholzstufe 3. Bis dann sind die Gegner nicht eher. Gut, dass ich von denen die richtig guten Fischsuppen kriege. Und die Goldzähne finde ich auch gut. So schnell ermüde ich hier nicht, ich habe ja noch was zu essen. Aber er müsste eigentlich total ermüdet sein, wie oft er hier hinzuschlägt. Kämpfen ist anstrengend. Also die Römer haben ja immer schon in... Die haben ja so gekämpft, vorne die kämpfen und eine Zeit lang und dann, sobald einer fällt oder nach einer kurzen Zeit, wechseln die mit denen dahinter, weil die schwere Rüstung getragen haben. Und wenn du müde wirst, dann fängst du auch an Fehler zu machen. Ist auch beim Autofahren so, ist bei allen Sachen so. Die meisten Unfälle passieren, weil die Leute müde sind. Also nicht, also auch bei Handwerksjobs auch, weil die Leute müde sind oder weil die Werkzeuge stumpf sind. Da passieren die meisten Unfälle. Mit einem scharfen Werkzeug magst du dich mehr verletzen, aber du rutschst zum Beispiel mit einem Werkzeug eher ab, wenn es stumpf ist.